Hey Leute, guten Morgen. Es ist noch irgendwie voll früh, 9:30 Uhr. Wir waren schon um 7.30 Uhr gesurft und es war wieder richtig cool. Richtig Bock gemacht, war schon wieder alleine. Und ja, morgen nochmal. Und ja, jetzt ist es ja noch so früh, deswegen, und die Sonne scheint tatsächlich. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir heute mal einen Roller leihe und zu so einer Straße fahre, wo die ganzen Affen auf der Straße sitzen. Ja, erste Rollerfahrt, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber wird schon schief gehen. Ich leihe den Roller hier im Hostel einfach halbhalber, damit der auch hier sicher parken kann. Obwohl André, der Surflehrer, meint auch einfach so, nimm meinen Roller. Die machen hier wirklich alles, weil die versuchen hier wirklich alles, um es einem recht zu machen. Das ist wirklich was, was mir sehr, 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 sehr positiv auffällt. Ja, also sie versuchen, auch wenn ich glaube ich immer natürlich mehr zahle als alle anderen, und der Unterschied zwischen Local und Tourist ist schon sehr groß, aber ich bin ja nun mal auch ein Tourist, also zahle ich auch gerne ein bisschen mehr, denn hier sind wirklich viele Leute arm dran und trotzdem sehr herzlich. Und ja, ich nehme die GoPro mal mit auf den Roller, aber jetzt erstmal frühstücken. Okay, Frühstück check. Packe ich meine Sachen, bereite mich vor und dann fahre ich glaube ich zuerst zu dieser Monkeystraße. Und dann nach Ampenan, da ist so ein richtig fetter Markt mit Früchten und Gewürzen und so. Und den gucke ich mir auch noch an. Mal gucken, vielleicht fahre ich dann noch zu dem Tempel später. Und morgen habe ich den Scooter auch noch, da fahre ich vielleicht mal nach Mataram. Das ist die Hauptstadt von Lombok. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, nach Kuta Beach zu fahren, was allerdings ziemlich cool wäre. Der nette Herr unten meinte, ich kann es schaffen, aber ich gucke mir erstmal an, wie es heute läuft. Die füttern die natürlich erstmal wieder, war klar. Ja, die haben Angst, ne? Beschützt du dein Baby? We'll be right back.
irgendwie stehen hier den Nazis die Show. Die wollen alle Fotos mit mir machen. Ich glaube, ich bin die einzige Weiße hier gerade. Richtig witzig. Ah, sehr viele komische Leute, die ganze Zeit die Affen füttern. Sieht auch aus wie Sau, da überall liegen die ganzen Nüsse und so rum. So geil. Hi, friend. Also ein bisschen Schiss habe ich vor den Viechern ja auch. Aber die hier scheinen zumindest ganz entspannt zu sein, ne? Ärgern sich eher gegenseitig anstatt die Menschen. Tröpfe ziehen gerade schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich besser meinen Weg zurück machen soll. Okay, jetzt fahre ich weiter zum Market, glaube ich. Was mit dir? Willst du mitfahren? Ich glaube, ich bin die einzige Touristin hier. Okay, meine Fruchtmission ist leider ein bisschen gescheitert. Ich habe Dragonfruit bekommen und Ananas. Das ist schon mal gut für 10.000. Zwei Dragonfruits und zwei Ananas, also nix. Und ja, ich wollte eigentlich eine Mango, aber es gibt keine Mangos. Und deswegen fahre ich jetzt zurück in die Bakery in Sengigi und hole mir einen Mango-Shake da. This is before the Eagles. I was in a different band in Shiloh, and one of my bandmates walked up to me and chatted with him, told him that I'd been in the hospital. So, kleine Mittagspause im Hostel. Und hier ist meine Dragonfruit und meine zwei kleinen Ananas schon geschnitten. Auf jeden Fall krass für 70 Cent. Richtig cool. Bestimmt mega lecker. Also ich denke, aus meinem Sonnenuntergang am Tempel wird heute wieder nichts. Mann, ich glaube, ich muss mich von der Idee verabschieden und einfach am Tag dahin gehen. Wenn es gerade nur trocken ist, da ist, glaube ich, die Chance größer.